Im ersten System geht es um eine Solarhalle, die lüftungsmäßig verbessert werden sollte, auch im Hinblick auf Anwohnerbeschwerden aus der Umgebung. Ziel war es, die bestehende Anlage mit bodennahen Austritt emissionsmäßig und auch energetisch erheblich zu verbessern. Provisorische Wasservernebelung vor der Abluft brachte nicht die optimale Lösung. Immer wieder kam es zu Beschwerden aus der Nachbarschaft. Die Zuluftseite wurde gar nicht geregelt, das heißt, der Wind konnte hier unkontrolliert in die Halle gelangen. Beim Verladen des getrockneten Klärschlamms kam es zu extremen Staubentwicklungen, die ebenfalls als Emission über die Abluft nach draußen gelangten. Wegen der permanenten Beschwerden aus der Nachbarschaft musste was passieren. Nach einem ersten Beratungsgespräch machten wir einen Vorschlag. Dieser deckte sich dann weitestgehend mit einem bestehenden Gutachten. Lediglich die Hochdruckvernebelung zur Staubbindung haben wir zusätzlich vorgeschlagen. Unsere Planung beinhaltete die Änderung der Abluft auf zwei Emissionspunkte mit leistungsstarken, energiegünstigen EC-Ventilatoren sowie eine geregelte Zuluft und die Einbringung einer Staubbindung, um Emissionen, die über die Stäube nach draußen getragen werden, zu verhindern. Nach den durchgeführten Planungen haben wir dann im Herbst 2019 mit dem Umbau der Anlage begonnen. Nach erfolgter Statik konnte das Fundament für den Abluftturm errichtet werden. Bei Kaminhöhen von über 16 Meter entstehen enorme Kräfte, dementsprechend muss das Fundament ausgelegt werden. Nach der Demontage der vorhandenen Anlage wurde mit der Montage des Mastes begonnen. Nach der Anpassung der Abluft wurde auch die Zuluft und die Hochdruckvernebelung zur Staubbindung innerhalb des Verladebereiches installiert. Wegen dem fehlenden Wasseranschluss an dieser Anlage haben wir eigens eine mobile Hochdruckbefeuchtungsstation mit 1000 Liter Wasservorrat gebaut. Die 70 Bar Betriebsdruck sorgen für eine feine Vernebelung und eine ideale Staubbindung. Der hier von uns durchgeführte Umbau in dieser Anlage führte nicht nur zu einer Emissionsverbesserung, sondern hat gleichzeitig ein enormes Energiesparpotenzial gebracht durch die günstigen EC-Ventilatoren. Bei dieser Anlage handelt es sich um einen Bandtrockner, den wir mit unseren GFK-Sandwichplatten komplett eingefasst haben, um eine optimale Luftführung zu gewährleisten. Der Luft-Luft-Wärmetauscher sorgt in diesem Falle dafür, dass möglichst wenig Fremdenergie außer der Solaranlage zur Trocknung genutzt werden muss. Unsere Wärmetauscher sind für staubhaltige Luft entwickelt und auch für aggressive Abluft bestens geeignet. Ein vollautomatisches Reinigungssystem sorgt dafür, dass der Tauscher nicht verschmutzt und regelmäßig gewaschen wird. Hier die Anlage in der 3D-Vorplanung. Links im Bild sehen wir den Wärmetauscher. Der untere Kanal ist die Rückführungsluft in den Trockner. Der obere Kanal saugt die Frischluft aus der Solaranlage und bringt sie dann durch den Wärmetauscher, um sie anzuwärmen. Von dort geht es dann in den Trockner von insgesamt 25 Meter Länge.